Ein Sportlehrer hat auf unser Plakat geschrieben, dass die Schweizer Meisterschaft 1977 ankündet. Starke Beine, dafür nichts im Kopf. Meine Damen und Herren, unter diesen Athleten sind Akademiker, Leitendangestellte, Angestellte, Handwerker und Arbeiter vertreten. Ich bin dann zu diesem Sportlehrer hingegangen, habe gesagt, wissen Sie eigentlich, was Bodybuilding ist? Er hat gesagt, nein. Da habe ich gesagt, ja, aber mein Herr, dann frage ich mich jetzt, ob Sie mehr im Kopf haben. Ich möchte Ihnen sagen, dass Millionen auf der ganzen Welt Bodybuilding betreiben, denn die Millionen, die unsere Fitnessträume frequentieren, sind genau dasselbe. Sie machen nämlich die genau gleichen Sportübungen wie unsere Bodybuilder. Und ich würde sagen, Bodybuilding richtig betrieben ist die härteste Sportart überhaupt. Wir gehen bis an die Schmerzgrenze und drüber weg, und das gibt es bei keinem anderen Sport. Problem mit Frauen hatte ich noch nie. Und vor dem Bodybuilding nicht. Und jetzt, wo ich Bodybuilding mache, erst recht. Ist das normal, so viel Muskeln zu haben? Ich strebe sogar noch mehr an. Ich habe früher Handball gespielt. Ich bin dort immer ein bisschen enttäuscht worden, weil meine Clubkameraden einfach nicht die gleiche die sportliche Einstellung haben. Also sie haben nicht irgendwie einen Drang nach Sieg wie ich. Das habe ich einfach immer. Ja, ich kann es gut so ausdrücken. Ich will nach Möglichkeit die vorne stehen. Das Posing ist für mich eine Zuschaustellung der Ergebnisse, die ich unter einem Jahr erarbeitet habe. Ich schaue es als sehr wichtig an, dass der Athlet während dem Posing wenigstens versucht, möglichst entlastet das Gesicht zu machen, also dass das Gesicht nicht ins Posing einbezogen wird, dass er verkrampft aussieht. Ich trainiere Bodybuilding seit 1971. Mein Zeitaufwand ist 2,5 Stunden pro Tag. Ausgenommen ist der Sonntag, der für mich ein Ruhetag ist. Ich höre immer wieder die weit verbreitete Ansicht, dass wir spiegeloffen sind. Wenn ich an mich denke, während meinem Training, dann kontrolliere ich effektiv nur meine Haltung. Kontrolliere. Ich schaue zum Beispiel, ob wirklich jetzt nur der Muskel schafft, den ich trainieren will. Also mit anderen Worten, ob ich die Übung genug isoliert mache. Die Trainingskapazität, die sieht so aus, dass man während so einem Training bis ca. 40-50 Tonnen hebt. Das Training ist für mich keine Quälerei, sondern es vermittelt mir genug Tuung, wenn ich
kann feststellen, dass durch gezielte Übungen meine Muskulatur wächst. Sobald ich kann optische Veränderungen feststellen an meinem Körper, sind alle Mühe an und für sich vergessen. Drei Monate vor einer Meisterschaft sieht meine Ernährung so aus, dass ich versuche, jegliche kohlenhydrathaltige Speisen wegzulassen. Also in der Regel esse ich pro Tag so ca. 600 bis 800 Gramm Fleisch. Ich habe auch schon 16 Schnitzel gegessen und das ist problemlos runtergegangen. Zusätzlich zu dem Essen nehme ich pro Tag noch 2 bis 3 Proteindrinks zu mir, die mir einen sehr hohen Eiweißgehalt geben, ohne grossen Ballaststoff. Mir gefällt, dass jeder Rotti so athletisch ist. Ich finde das bedeutend schöner, als wenn ein Mann so mit einem dicken Bauch. Besonders in den Badenstalten, wenn man so sieht, wie die neidischen Blicke von den anderen Männern. Die dicke Bauch haben und denken, so hätte ich auch ausgesehen. Aber auch vielleicht das Training ein bisschen fehlt. Aber einfach, ich finde es schön. Wenn ich nicht trainiere, dann schalte ich mir selber, wenn ich ein Streben habe, nach mehr. Das Einzige, was ich lese in meiner Freizeit, das ist Fachlektüren über Bodybuilding, medizinische Sachen. Politik hat mich bis jetzt noch nie interessiert. Ich habe einfach keine Zeit, um mich mit diesen Weltproblemen auseinanderzusetzen. Wenn ich das, was ich heute weiss, früher schon gewusst hätte, dann hätte ich mit 14 Jahren angefangen, Bodybuilding zu trainieren, dann wäre ich heute weiter.